Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Der Prophet alaihi salatu wassalam warnte regelmäßig in den Freitagsgebeten vor der Erneuerung in der Religion. Er sagte, wa inna kulla bidatin dalala wa kulla dalalatin finnar. Jede Bid'ah ist eine Irreführung, jede Irreführung führt ins Feuer. Warum hat der Prophet alaihi salatu wassalam davor so gewarnt? Und vor allen Dingen, wenn er so gewarnt hat, dann müssen wir auch davor warnen, weil es die Umma schwächt. Aber warum ist eine Bidda überhaupt so gefährlich? Das ist etwas, was viele nicht wirklich verstanden haben. Sie sagen dann, ja, aber das ist doch nicht schlecht. Ja, aber das ist doch gut. Das ist doch nichts Schlimmes. Imam Malik bringt es auf den Punkt. Er sagte, من ابتدع في الإسلام بدعة يرى حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان رسالته ذلك أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فمن لكم يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. Das heißt, wer im Islam etwas hinein erfindet, wir reden also nicht vom iPhone oder vom Auto, im Islam, in der Religion, عقيدة عبادة قواعد المعاملات, Akida, Glaubenslehre, Ibadah, die gottdienlichen Taten und die Muamalat, wie Heirat und so weiter. Wer dort etwas hinein erfindet und das als gut ansieht, der hat damit behauptet, dass der Prophet Muhammad a.s. die Botschaft verraten hat. Denn Allah sagt, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Und dann sagt er, was also an jenem Tag nicht zur Religion gehörte, gehört auch heute nicht zur Religion. Das heißt, wer eine Bidda in den Islam hinein erfindet und sagt, das ist etwas Gutes, ja, wir machen jetzt so hier und das ist eine Ibadah, damit nähere ich mich Allah, dann sagt er damit, dass der Prophet, der die Umma am meisten geliebt hat, der die Aufgabe von Allah hatte, die Botschaft zu verbringen, بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Allah sagt Allah, verkünde offen, was von deinem Herrn zu dir offenbart wurde. Und wenn du es nicht tust, so hast du die Botschaft nicht überbracht. Der behauptet damit, dass der Prophet nicht alles gezeigt hat oder dass der Prophet a.s. es nicht gewusst hat. Und beides ist eine Katastrophe. Das ist der Punkt, warum die Bidda so gefährlich ist, liebe Geschwister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.